Willkommen bei einer neuen Folge bei Koch's Kitchen. Wir machen uns heute eine Nussbutter. Ich habe keine mehr daheim. Da werden wir uns jetzt mal gemeinsam eine erarbeiten. Ihr werdet sehen, es ist ganz einfach. Ich benötige die immer wieder zum Parfümieren für Fleisch. Ich gebe das zum Nockerlteig dazu, zur Semmelknödel dazu. Überall dort, wo ich einen leicht nussigen Geschmack haben will. Und der nächste Vorteil, was diese Butter hat, aufgrund, dass er kein Wasser mehr enthält, spritzt das Ganze beim Braten nicht. Und ist eigentlich ganz einfach zum Herstellen, im Kühlschrank, über Wochen haltbar. Und wir schauen uns das gemeinsam an, wie einfach das geht. Den Herd haben wir uns aufgedreht auf mittlere Stufe. Die Butter haben wir uns in eine Stielkasserole hineingegeben und lassen das Ganze jetzt einmal zerfließen und langsam vor sich hin köcheln. Während des Kochprozesses wird das Wasser verdampfen und das Milcheiweiß wird sich in der Butter braun verfärben und gibt der Butter dadurch diesen wunderbar nussigen Geschmack. Das dauert eine Zeit, lasst euch dann nicht entmutigen. Lieber ein bisschen langsamer, nicht zu viel hitzt, denn die guten Inhaltsstoffe der Butter wollen wir nicht zerstören. Wir wollen einfach nur den guten Geschmack haben. Die Butter fängt schon zum Kochen an. Das Eiweiß schwimmt jetzt einmal oben auf und wird sie dann nachher auf den Boden runtersetzen und dabei die nussig-braunige Farbe bekommen und nur den Geschmack an die Butter weitergeben. Würden wir jetzt das Eiweiß einfach abschöpfen oben, hätten wir eine geklärte Butter bekommen. Die könnte man auch wunderbar hernehmen und zum Beispiel mal Schnitzel auszubrochen oder Fleisch anzubraten. Wie ihr seht, die Butter fängt schon an zum Klären. Das Eiweiß setzt sie am Boden ab und wird unten dann die Butter schön bräunen und ihr den Geschmack geben. Ein bisschen dauert es noch. Wie ihr seht, die Butter fängt schon an zum Klären und unten setzt sie das Eiweiß ab und bekommt schon ganz eine leichte Farbe. Ich muss wieder mal kurz nachschauen, den Schaum ein bisschen auf Zeiten geben, wie weit der Bräunungsprozess vonstatten gegangen ist. Ein bisschen lassen wir hier noch. Seht ihr das da unten? Das Eiweiß, das gibt uns den Geschmack. Das macht die Butter dann richtig schön nussig. Ich würde sagen, unsere Butter ist fertig. Wir haben eine schöne Farbe gekriegt. Jetzt werden wir das Ganze durch ein Küchentuch abseihen. Nehmt einfach her, ein Sieberl, gebt euch ein Küchenpapier drüber und einfach abseihen. Die Butter füllen wir jetzt uns in ein Glas um. Wenn das abgekühlt ist, Deckel drauf und im Kühlschrank. Einfach über Wochen haltbar. Ihr könnt euch nur ein Rosmarinzweigerl dazu geben, dann hält die Butter dann noch länger. Aber das bisschen sollte man eigentlich in ein, zwei Wochen aufgebracht haben. Ich habe es jetzt gesehen, wie einfach das ist, eine Nussbutter zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr verfolgt es mir weiter auf meinem Kochkanal. Danke euch.